Was geht heute zu einem erweiterten Video auf meinem Kanal? Ja, heute eher ein informatives Video, was jetzt auf meinem Kanal kommt. Also welche Videos und welche Videos ich nicht mehr mache. So, weil man verändert sich ja, weißt du, wie ich meine? So, der Interessen. Und ich habe mir einfach überlegt, dass ich einfach nur paar bestimmte Themenbereiche mache. Und heute Abend, wenn dann das Video hochgeladen wird, im Laufe des Abends, wird dann nochmal ein bisschen der YouTube-Banner optimiert. Ich finde eigentlich ganz nice. Ist. Ich kann gerne die Meinung reinschreiben. So mit Auto und so. Jeden Sonntag, 19 Uhr natürlich, sofort. Ihr wisst Bescheid. Ja, welche Videos werde ich nicht mehr bringen? Einmal Fahrradvideos werde ich nicht mehr bringen. Dann die sinnlosen Videos, wo ich einfach nur rumsitze und irgendeine Scheiße laber. Man muss sich auch entwickeln, so bringt nichts. Bringt einfach nichts. Die bringe ich auch nicht mehr. Reactions kommen gar nicht. Gaming kommt nicht. Dafür gibt es dann jeden Freitag 19, 20 Uhr Livestreams auf Twitch, Digga. Gerade jede Woche. Checkt gerne vorbei. Link ist in der Bio. Check it out. Sehr cool. Also Gaming wird es nicht mehr geben. Ja, welche Videos wird es noch nicht mehr geben? Also die ganzen Tutorials mache ich nicht mehr. So, mit den Autoputz-Tutorial und was und so und sowas mache ich nicht mehr. Und welche Videos ich eigentlich bringe, was ich eigentlich so, was so meine Leidenschaft ist, ist eigentlich so Autovideos, hauptsächlich mit Autos was zu machen. Zum Beispiel, ich dachte mir, das mit dem, was steckt unter der Haube, war ein bisschen randomes Video, aber fand ich eigentlich ganz cool, so ein paar Details zu erfahren. Und natürlich Reviews von jeder Sache, so von Schuhen, von Klamotten, also Reviews, X-Pack-Opening. Und dann, wenn es eher so essbare Sachen sind, dass man das alles in ein Paket bringt, sozusagen Pack-Opening, Reviews und dann halt noch Produkttests, sozusagen wie das Produkt funktioniert, was man damit machen kann, zum Beispiel, wenn es was zum Fooden ist, wie das schmeckt und wie ihr gesehen habt bei Dirty, wie das halt schmeckt und so. Und das wäre jetzt meine Idee, dass ihr einfach up to date seid und wisst, welche Videos kommen und welche nicht. Das war's von diesem kurzen, knackigen Video. Und natürlich kommen die zu wilden Episoden ein Tag mit mir, Finn. Fühle ich auf jeden Fall so. 10. Folge ist schon oben. Die Mufflon-Action. Und ja, ihr könnt gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr findet, was ich für Videos bringen soll oder auch welche Art, was heißt welche Art, aber was euch so interessiert bei Autos oder so oder keine Ahnung, so Storytelling wird dann auch noch dazu kommen, dass dann so ein paar Real-Life-Stories kommen, die zu wild sind. Und ja, das war's zum Video. Lasst gerne ein Like, Abo da, bis zum nächsten Mal. Peace out.